Yo, was geht ab, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zurück zu FIFA 16 mit Borussia Dortmund. Ja, wir befinden uns immer noch in der Vorbereitung auf die lange Saison und heute sind wir immer noch beim American Challenge Cup. Das ist so ein Vorbereitungsturnier mit ziemlich guten Teams und wir schauen mal auf unsere Gruppe. Wir sind momentan auf Platz 2, Inter Mailand auf Platz 1, Man U auf Platz 3 und ja, heute das letzte Spiel gegen Los Angeles Galaxy. Wird auf jeden Fall ein interessantes Ding, da spielt der Steven Gerard, wer es nicht weiß. Und ja, hier Gruppe B, Barcelona nur auf Platz 2, Sevilla auf Platz 1. Ja, würde ich sagen, genug gelabert. Ich habe mal wieder für eine neue Aufstellung einfallen lassen. Mal schauen, wie die diesmal wird. Ich bin gespannt. Jetzt geht es auf jeden Fall los. Der BVB gegen LA Galaxy. Los geht's. Und damit herzlich willkommen zurück zum American Challenge Cup. Ja, wir sind immer noch mitten in der Vorbereitung. Heute das letzte Gruppenspiel dieses Vorbereitungsturniers. Und ja, der BVB will natürlich unbedingt ins Halbfinale. Sie wollen natürlich nur ein paar Prämien absahnen. Und jetzt geht's also schon los. Der BVB heute mit veränderter Aufstellung. Und zwar mit einer Doppelspitze. Ja, das hat man schon länger nicht mehr gesehen beim Borussia Dortmund. Die spielen heute mit einer Doppelspitze mit Aubameyang und mit Adrian Ramos. Und wir sind gespannt, wie diese Aufstellung hier und heute fruchten wird. Und das war schon der erste Ballgewinn. Und es geht schon richtig los beim BVB. Ab nach vorne über Aubameyang. So, Ramos ist schon in der Mitte. Flanke sollte jetzt kommen. Die kommt, da ist Ramos. Aber leider ist der Torhüter vor ihm am Ball. Aber Dortmund macht weiter den Druck. Und dann, eieiei, das war kein guter Kopfball hier. Und deswegen wieder LA Galaxy am Ball. Ja. In der Gruppe sieht es wie folgendermaßen aus. Manchester United und Dortmund streiten noch um den letzten verbleibenden Platz. LA Galaxy hätte natürlich auch noch die Chance, wenn die hier gewinnen und Manchester United nicht gewinnt. Deswegen ist es eben heute noch so spannend. Nur Inter Mailand, die sind bereits hier weiter. Sonst ist für jeden noch alles drin. Weiter geht's mit dem BVB über Mkhitaryan. Er sieht unten Eric Durm heute mal über die rechte Seite. Ist ja normal eher mehr auf der linken Verteidigerseite angesiedelt. Aber sieht jetzt vorne mal Adrian Ramos, aber der wird jetzt sofort vom Ball getrennt. Aber Marco Reus setzt nach. Dortmund beginnt hier sehr, sehr schlagfertig in diese Begegnung rein. Über Kagawa. Kagawa zu Ramos. Ramos! Und da ist es 1:0! Adrian Ramos! Da schlägt die Doppelspitze zu. 10 Minute! Borussia Dortmund geht in Führung. Marco Reus mit dem Auge für Shinji Kagawa und der sieht Adrian Ramos. Der wird dann nicht energisch genug angegriffen und dann platziert er den Ball vorbildlich im langen Eck. Der Torwart kommt nicht hin und es steht 1:0 für Borussia Dortmund. Das ist natürlich der richtige Start hier in diese wichtige Begegnung. Und da kann er sich feiern lassen, der so oft kritisierte Adrian Ramos. Mit dem 1:0 in der 10. Minute. Ja, Auftakt, so wie man ihn sich bei Borussia Dortmund gewünscht hat. 1:0 für den BVB. Und wenn es natürlich so bliebe, dann wäre Borussia Dortmund sicher dabei im Halbfinale. Gegen wen, das werden wir nach dem Spiel dann sehen, aber dazu müssen wir erstmal so weit kommen. So, Flanke in die Mitte, oh, gefährlich und Roma Weidenfeller im Tor. Bekommt heute auch sein 1. Also ja, Roman Weidenfeller wird in dieser Saison natürlich des Öfteren im Tor stehen. Ihn habe ich natürlich für die Einsätze in der Europa League eingeplant. Und deswegen darf er natürlich auch bei der Saisonvorbereitung nicht fehlen. So, Shinji Kagawa macht das gut. Sieht Eric Durm. Durm mit richtig viel Platz. Aubameyang im 16. Die Flanke ist gut. Aber wieder der Gegenspieler dabei. So, jetzt Eric Durm. Durm hat er verschwinden leider alle Mitspieler so ein bisschen. Der bietet sich jetzt wieder Adrian Ramos an. Ramos weiter geht zu Shinji Kagawa. Kagawa aus der Distanz! Fast zum 2:0. Dortmund beginnt gut. Starker Beginn hier vom BVB. Shinji Kagawa fast mit dem 2:0. Da fehlt wirklich nicht viel. Und der Ball schlägt schon fast wieder ein. Oh, das war eine gute Chance. Rowe im Tor von LA Galaxy hat da schon zweimal richtig gute Schüsse ab. Willkommen. Einer war drin, der andere ging gerade knapp drüber. So, nächster Ball nach vorne. Wieder Adrian Ramos. Dortmund macht Druck. Vielleicht tut dem BVB die Doppelspitze ja wirklich gut in dieser Saison. Mkhitaryan jetzt am Ball. Mkhitaryan will die Flanke reinbringen und es gibt zumindest den ersten Eckball im Spiel für den BVB. Hier sehen wir nochmal das Tor von Adrian Ramos. Da bekommt er den Ball und dann klasse ins lange Eck. Der Torwart kommt um Fingerbreite nicht ran.
Sonst kann er den Ball ums Tor lenken. Aber so gibt es jetzt den ersten Eckball für den BVB. So, das sieht nicht gerade vielversprechend aus, so viele wie da drin sind. Reus ist mit dem Eckball weit weg vom Tor, aber da kommt einer hin und es steht 2:0. Glück hier und es ist wieder Adrian Ramos. Was ist denn hier los? Der so oft kritisierte macht heute einen Doppelpack. Marco Reus und natürlich hat er der Gegner mitgeholfen. Die Frage ist nur, wer der Torwart da hingekommen. Starker Kopfball natürlich. Ah, das wäre knapp geworden auf jeden Fall. Und der Gegenspieler hilft hier mit und köpft den Ball ins eigene Tor. Glück hier für den BVB. 2:0. Borussia Dortmund auf direktem Wege Richtung Halbfinale beim American Challenge Cup. Ja, guter Start. 22. Minute. 2:0 Dortmund. Das sieht doch alles so aus, als wäre das sehr, sehr gut abgestimmt. Starke, starke Begegnung bis jetzt von Borussia Dortmund. Und Adrian Ramos, der so oft ja, kritisierte Spiele, ich kann es nur so oft sagen. Und dann macht er hier heute seinen Doppelpack und bekommt jetzt vielleicht die nächste Chance. Wieder Ramos dabei. Adrian Ramos, in der Mitte wäre Reus gewesen. Ne, Kagawa war es. Aber da bekommt Ramos den Ball nicht am Gegenspieler vorbei und deswegen erstmal LA Galaxy am Ball. Ja, LA Galaxy, die haben natürlich auch den ein oder anderen großen historischen Spieler, zum Beispiel Steven Gerrard, der glaube ich heute nur auf der Bank bis jetzt sitzt, oder ich habe ihn bis jetzt noch nicht gesehen. Aber jetzt auf jeden Fall mal LA Galaxy auf den Weg nach vorne, über Robbie Keane. Hoher Ball nach vorne. Der LA Galaxy im 16er und dann wird es schon gefährlich. Den Abschluss darf man jetzt nicht unterschätzen von Husidic. Da wäre es schon fast gefährlich geworden. Roman Weinfeller. Puh, also wenn der aufs Tor kommt und Roman Weinfeller rührt sich keinen Fetzen, dann steht hier auf einmal nur 2:1 und LA Galaxy wäre wieder dran. Aber so bleibt es beim 2:0 und Dortmund ist am Drücker über Marco Reus. Weiter geht's zu Marcel Schmelzer. Oh, Schmelzer, ein bisschen Problem bei der Ballannahme, ging aber nochmal gut und vorne startet Aubameyang und den zieht er und den schickt er. Aubameyang. Nicht zu stoppen, Flanke ist gut, es muss nur einer kommen, der abnimmt. Und leider kommt da weder Kagawa noch Adrian Ramos ran. Ja, Adrian Ramos. Hier sehen wir noch die beiden Tore. Wie spricht man den eigentlich richtig aus? Ramos oder Ramos oder Sergio Ramos? Also wie Sergio Ramos? Ramos, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Kannst du mal in die Kommentare schreiben, so Ecke jetzt also für den BVB, Marco Reus, schöne Eckball, da ist wieder Adrian Ramos und jetzt, ah schade, Kagawa, Mkhitaryan kommt da nicht ran und jetzt Mkhitaryan dabei, Hendrik Mkhitaryan, lässt hier den Gegenspieler gut stehen, Mkhitaryan jetzt mit der Chance auf Flanke, Mkhitaryan, starke Flanke und der Torwart passt auf, aber Reus nochmal am Ball, Marco Reus mit der guten Schussposition, Reus, Glanzparade, Kagawa kommt nicht ran, puh, fast das 3:0. Ja, beim letzten Mal gab es ja eine Niederlage des BVB gegen Inter Mailand. Vielleicht hat es so eine Niederlage gebraucht, dass die Jungs mal wieder merken, okay, es geht tatsächlich in die neue Saison. Wir müssen auf jeden Fall alles geben, um in dieser Saison erfolgreich zu sein. Wer weiß. So, jetzt Ilkay Gündogan am Ball. Gündogan hat auch einen schönen Distanzschuss. Gündogan, starke Parade. Aubameyang mit der Flanke nochmal. Gündogan, 3:0. Also, Dortmund legt los. 39. Minute, Ilkay Gündogan zum 3:0 für Borussia Dortmund. LA Galaxy bekommt, glaube ich, ein kleines Schützenfest ab. Aubameyang sofort mit der Flanke, Gündogan komplett frei. Der Torwart tut alles, was er machen kann, aber nee, aus so kurzer Distanz ist er sehr, sehr schwer zu halten. Und ja, hier die mitgereisten BVB-Fans dürfen bis jetzt 3 Tore ihres Clubs feiern. 39. Minute, Ilkay Gündogan mit dem 3:0. Das ist ein ordentliches Spiel bis jetzt, was hier Borussia Dortmund zeigt. Und LA Galaxy, ja, die gehen hier ein bisschen unter, wenn das so weitergeht. Jetzt müssen sie ein bisschen mal dagegen halten. Sie haben ja das erste Spiel gegen Inter Mailand schon mit 5:1 verloren. Also das war schon eine ordentliche Abreibung. Dann allerdings gegen Manchester United einen Punkt geholt mit 0:0. Aber heute sieht das auch wieder eher nach einer deutlichen Niederlage aus. Jetzt pfeift der Schiedsrichter auf jeden Fall den Vorteil ab und es gibt Freistoß zum Ende dieser ersten Halbzeit für LA Galaxy. Und hier sehen wir es, ja, das ist wahrscheinlich nicht das nächste Spiel, aber das ist dann der Bundesliga-Auftakt gegen Borussia Mönchengladbach.
Das nächste Spiel wird wahrscheinlich dann das Halbfinale beim American Challenge Cup sein. Das werden wir was nach dem Spiel sehen, gegen wen wir da müssen und ob wir es überhaupt geschafft haben. Jetzt auf jeden Fall nochmal Eckball für Galaxy. Mal schauen, ob da jetzt was draus entsteht. Und hier sehen wir nochmal Ilkay Gündogan mit seinem Tor. Oh, der Torwart ist sogar mit dem Unterarm noch dran, aber natürlich nicht einfach zu parieren für den Keeper in dieser Situation. Und jetzt Ecke für Galaxy. So, geht gut rein. Starke Variante, wenn er es so direkt abgeschlossen hätte. Ja, wäre das gut geworden und dann große Chance. Und hier vertändelt Dortmund ein bisschen den Ball. Das wäre fast gefährlich geworden. So, jetzt Reus. Reus legt weiter zu Mkhitaryan. Und Mkhitaryan schickt oben natürlich Aubameyang. Und er geht. So, Aubameyang, was macht er raus? Unten ist wieder Adrian Ramos. Guter Ball. Ramos, kommt er da hin? Nein, da kommt er leider nicht hin. Ist ein bisschen zu kurz. Und jetzt hat Keeper am Ball und er haut den Ball erstmal nicht raus. Spielt ihn gefährlich hinten rum und jetzt wird es ihm zu blöd. Aber dann Mkhitaryan. Mkhitaryan aus der Distanz. Naja. Der war zwar knapp, aber ich glaube, der Torwart hat alles im Griff gehabt. Henrik Mkhitaryan. Kein schlechter Schuss. Der Torwart, ja, geht da auf Nummer Risiko. Aber es bleibt erstmal beim 13-0. Erste Halbzeit neigt sich so langsam im Ende. Die Zuschauer haben ordentlich was zu feiern. Das war's also mit der ersten Halbzeit. Borussia Dortmund führt mit 13-0 gegen LA Galaxy. Das soll es eigentlich gewesen sein. Das sollte fürs Halbfinale eigentlich hier rein. Hier sehen wir den Doppeltorschützen. Adrian Ramos. Ramos. Ich habe keine Ahnung, wie der ausspielt. Mit S, mit Sch, mit Sch. Keine Ahnung. Schreibt mir in die Kommentare rein. Ach, schön. 3-0. Also, wir sind wieder zurück mit schönen Toren zum Teil. Und guten Chancen. Hier sehen wir nochmal das erste von Adrian Ramos. Ramos. Startung natürlich gemacht. So, Inter Mailand führt gegen Manchester United. Gut, dann sollte eigentlich alles klar sein. Barca führt gegen Toronto. Und Sevilla unentschieden gegen Boca Juniors. So, wir schauen mal ganz kurz drauf, ob wir wechseln wollen. Und ich denke mal, wir werden auch wechseln. Nuri Sahin der Freien für Mkhitaryan. Und wen bringen wir denn noch? Castro für... ich will was ausprobieren. Castro für Kagawa und Reus dafür mein ZOM vorziehen. Und der Rest, den wechseln wir später ein. Ja, aber natürlich die Voraussetzung ist, wenn wir wirklich Doppelspitze im Ende der Saison spielen wollen, dann brauchen wir ein paar mehr Stürmer. Das ist klar. Reus kann ihm Sturm bringen, ein Mkhitaryan vielleicht auch. Aber das sind ja halt keine waschechten Stürmer. Deswegen werden wir uns vielleicht ein, zwei Stürmer auf dem Transfermarkt kaufen. Ihr habt ja schon zwei Stück im Auge. Aber das sehen wir dann erst in den nächsten Videos, ob wir die denn dann auch holen. So, Fehlpass, schade. Schmelzer sieht zwar Reus, aber Reus bekommt den Ball nicht. So, jetzt. Schmelzer eilt aber nach hinten, holt sie mal wieder und nächster Fehlpass. Oh, ja, ja, Subotic, klasse. Super gemacht von Subotic, aber der nächste Fehlpass. Und jetzt wird hier Galaxy vielleicht ein bisschen mutiger. Die müssen jetzt natürlich ein bisschen was tun, wenn die hier nicht komplett untergehen wollen. Die liegen hier schon 3-0 zurück. Und wenn Dortmund so weitermachen würde wie in der ersten Halbzeit, dann würde es erst hier noch eine ordentliche Packung geben. So, Marcel Schmelzer auf dem Weg nach vorne. Schmelzer, weiter geht's zu Gündogan. Schwacher Pass. Oh, aber gut gemacht hier von Gonzalo Castro. Neuer Mann im Spiel beim BVB. Castro mit dem Ball zu Ramos. Der bleibt hängen in der Verteidigung. Wichtig in der Situation natürlich für Galaxy. So, und hier schmeißt sich Schmelzer zwar in die Kugel rein, aber kriegt den Ball nicht. Und jetzt vielleicht die Riesenchance. Aber oh, dann hat es Aufeinandertreffen hier zwischen Hummels und seinem Gegenspieler. Und hier die Riesenchance jetzt für Galaxy. Und dann die letzte, oh, die letzte Grätsche muss hier klären. Und Subotic kann nochmal entschärfen. Also Galaxy in der zweiten Halbzeit ist auf jeden Fall frecher und offensiver unterwegs. Aber der BVB kommt über Aubameyang. Der sieht auf dem anderen Flügel Eric Dur mit Platz. Und hier mit dem Ballverlust. Der bekommt ja ordentlich einen mit. Und deswegen gibt es auch Freistoß. Ja, das war echt ein Foulspiel. Ja. Also auf jeden Fall die zweite Halbzeit wird ein bisschen anders als die erste Halbzeit. Der Gegner wehrt sich. Und jetzt Freistoß für Dortmund. So, jetzt gibt es aber erstmal die ersten Wechsel. Bei der anderen Mannschaft. Husicic geht raus. Villarreal kommt. Das ist der Freistoß für den BVB. Kurze Variante. Aubameyang läuft an. Aubameyang will da anlaufen. Immer noch ein Ball. Aubameyang zieht jetzt in die Mitte rein. Will zumindest in die Mitte reinziehen, aber da wird er gestoppt. Gut, das war natürlich sehr, sehr eng, was der Galaxy zugestellt hat. Und jetzt der Befreiungsschlag. Landet direkt bei Dortmund. Aber dann, ah, da kommt Nuri Sahin vorbei.
Und wieder LA Galaxy am Ball. Und die ziehen jetzt nach vorne. Wo ist der schnell? Juninho. Juninho mit der Riesenchance. Der zieht einfach mal vorbei. Lässt dann sein Gegenspiel ins Leere grätschen. Und Roma Weidenfeller glanzvoll pariert. Der Ball ist nur heiß. Und Hummels haut ihn jetzt endlich mal raus. Also die zweite Halbzeit läuft nicht nach Dortmunder Geschmack. So, Robbie Keane hier im Blickpunkt. War im Abseits. Ha, coole Regel. Weil Roma Weidenfeller nicht letzter Mann war. Zählte Marcel Schmelzer als letzter Mann, deswegen abseits. Und ja, ich glaube, das war richtig. So, wir wechseln jetzt nur ein bisschen aus. Wen haben wir denn noch alles dabei? Wir haben Janusai dabei, Bender. Wen tun wir denn vor? Bin mir noch nicht so ganz sicher. Wer die bringt Sokratis, wer die bringt für Schmelzer. Außerdem Moritz Leitner für Marco Reus. Für Gündogan kommt dann Bender. Ne, Weigel. Und Januzaj für Aubameyang. Ja, Januzaj ist eigentlich relativ offensiv, habe ich so im Gefühl immer. Und ja, wie gesagt, ich muss mich erstmal für eine Aufstellung entscheiden. Ilkay Gündogan darf raus. Zusammen mit Aubameyang, Marcel Schmelzer und so weiter. Ja, das Spiel ist eigentlich entschieden. Obwohl LA Galaxy jetzt zum Schluss nochmal richtig Druck macht, wechselt Dortmund doch nochmal großzügig aus und eigentlich ist das Spiel hier entschieden. Roman Weidenfeller, oh, komm, noch mehr Wechsel, das gibt's noch nicht. So, jetzt sollten aber die ganzen Wechsel endlich mal hoffentlich endlich mal größtenteils durch sein. Auf jeden Fall kommt Dortmund jetzt wieder über Castro. Weiter geht's auf die andere Seite, auf den rechten Flügel zu Eric Durm. Durm, weiter geht's zu Weigel. Weigel wartet auf den Ball, weiter geht's zu Castro. Castro sieht vorne Januzaj. Ja, Januzaj, Problem bei der Ballannahme. Aber dann kämpft er sie den Ball zurück. Das war klasse. Jetzt Sokratis. Weiter geht zu Weigel. Der zu Nuri Sahin. Sahin. Ah, der kommt nicht an. Und jetzt Riesenkonterchance. Dortmund ist komplett hin offen. Riesenchance für LA Galaxy. Was war denn da los? Hallo Verteidigung. Guten Morgen. Wo seid ihr? Hallo, was ist denn hier los? Komplett alleine! Komplett! Na, das war mein Schwachstellungsspiel. Subotic und Hummels. Ich weiß nicht wo. Ich weiß nicht, wo die da waren. Auf jeden Fall klasse Ball natürlich. Von LA Galaxy und Robbie Keane eiskalt gegen Roma Weidenfeller. Und was da los war mit der Verteidigung? Ich habe keine Ahnung. Dortmund schläft hinten, kassiert einen unnötigen Treffer. Und vielleicht wird das jetzt hier wieder spannend. Eieieiei. Wir hören die Fans von LA Galaxy, die sind jetzt wieder ein bisschen lauter geworden. Und vielleicht wird das hier noch spannend. Aber jetzt erstmal wieder der BVB über Januzaj. Will natürlich Ramos auf den Flügel bringen, schön gemacht. Adrian Ramos. Ramos, oder das ist ein Elfer, oder? Was, das ist kein Elfer? Eieiei, das ist eine ganz, ganz schwierige Entscheidung. Da wurde eigentlich Ramos weggedrückt. Klar zu sehen. Und schön. Jetzt der Ball in die Mitte. Durchspielen. Jawohl. Nein. Kommt nicht durch. Kommt nicht durch. Aber Januzaj nochmal ein Ball. Schön vorgelegt. Das gibt's nicht. Oh, schade, schade. Dortmund jetzt ein bisschen im Pech in diesen Situationen. Und sie greifen früh an, aber Galaxy hält hinten noch stand. Und sie kommen jetzt nach vorne. Warum ist ein... hinten so offen. Ich glaube, ich spiele eigentlich nur mit einer Dreierverteidigung. Keine Ahnung. Eigentlich mit einer Viererverteidigung. So, Flanke geht wieder in die Mitte. Aber, oh, Subotic rutscht ein bisschen vorbei. Nächste Riesenchance für LA Galaxy und Roma Weidenfeller. Also, wenn die so weitermachen, dann brennt hier nochmal ordentlich was an für Dortmund. Und Januzaj kommt nicht ran. Jetzt wieder LA Galaxy am Drücker. Die machen jetzt hinten auf. Wir sehen es. Die machen jetzt hinten auf. Und Januzaj will sie diese Kugel holen. Schafft es aber nicht. Aber oh, Galaxy wird jetzt ein bisschen riskant hin drin und Dortmund will die Kugel haben. So, Ball geht da schon zurück zu Rowe. Rowe mit dem Pass findet Gargan. Und die drücken jetzt nochmal. Die drücken jetzt hier nochmal richtig auf die Tube. Das wird nur eine spannende restliche Spielzeit werden. Außer Dortmund macht jetzt ein Tor. Und das war ein Faustspiel. Ach, komm schon. Vorne pfeift er den Elfmeter nicht für Ramos und dann pfeift er so ein Faustspiel. Und dann zeigt er noch Gelb für Moritz Leitner. Was? Das ist ein bisschen überzogen. Das ist meiner Meinung nach überzogen. Ja, finde ich schon ein bisschen überzogen. So, jetzt auf jeden Fall Freistoß für
LA Galaxy kommt in die Mitte irgendwie rein, irgendwie weiter und irgendwie aufs Tor und dann Subotic als letzter unglücklich dran, Eckball. Steven Gerrard, hey, hier haben wir meinen Blickpunkt. Ist also doch auf dem Platz und jetzt sehen wir nur den Treffer von Robbie Keane. Beim besten Willen für mich nicht verteidigbar. Ich weiß nicht, was da die Abwehr gemacht hat, warum die da so weit weg war. Auf jeden Fall als Ecke und nochmal die Chance für LA Galaxy, aber der Eckball war zu schwach. Von der Chance für Dortmund. Jetzt muss was gehen. Vorne steht schon wieder Adrian Ramos. Bekommt jetzt immer. Janu Saiz mit dabei. Konter Chance für den BVB. Jetzt Adrian Ramos. Ramos kämpft hier um die Kugel. Will sie hier durchsetzen. Ah, schade, hat er was Besseres vorgehabt. Und jetzt hat er ein bisschen zu lang gedauert. Aber Juri Schein können wir noch den Ball halten. So, Schein. Ah, und da kommt der falsche Pass nach vorne. Aber Dortmund über Moritz Leitner wieder an der Kugel. Moritz Leitner will es probieren mit Distanzschuss. Bleibt er aufs Erste hängen und dann geht der Ball ins Aus. So, das sollte es eigentlich gewesen sein. 89. Minute läuft. LA Galaxy wechselt nochmal. Sorto kommt. Gargan geht raus. Und jetzt läuft also die letzte Sekunde in diesem verrückten Spiel, muss man sagen. Ja, ein bisschen verrückt war es schon. Dortmund, die erste Halbzeit sehr gut unterwegs. Die zweite Halbzeit war Galaxy wirklich wie ausgewechselt, möchte man sagen. Jetzt haben wir den Ball nach vorne. Dortmund macht es hin und auf. Die nächste Riesenchance. Und dann legt er vor für seinen Mitspieler. Aber dann steht er im Abseits. Villarreal steht im Abseits. Glück hier nochmal für den BVB. Sonst hätte es noch das zweite Gegentor gegeben. Ja, ja, doch, richtige Entscheidung. Auf den ersten Blick habe ich mir gedacht, vielleicht doch nicht ganz. Aber auf den zweiten Blick, ja, klare Entscheidung. Abseits. So, und das darf natürlich nicht passieren. Riesenchance nochmal. Noch nicht das 3:2. Mein Gott, der Ball war leichtfertig hergeschenkt. Der Ball war wirklich leichtfertig hergeschenkt und nochmal LA Galaxy auf dem Weg nach vorne mit Distanzschuss und das sollte es eigentlich gewesen sein, oder? Nein, Steven Gerrard Schuss war noch nicht die letzte Aktion. Nicht schlecht, aber der geht direkt in das Gesicht eines Dortmund-Fans. So, Abschluss ausgeführt und Roman Weidenfeller mit dem Schlag nach vorne und das war's. Also, Dortmund steht im Halbfinale. Spannendes Spiel, die erste Halbzeit war gut, die zweite war nicht mehr so gut. Mal schauen, müssen wir uns auf jeden Fall wieder bessern. Er hier hat überrascht. Adrian Ramos, vielleicht hat ihn diese Doppelspitze heute beflügelt. Das werden wir die nächsten Male sehen. Und er freut sich auch. Man sieht ihm an, er freut sich richtig, dass er heute mal wirklich punkten konnte. Und vielleicht hat er sich mit dieser Aktion wirklich einen Stammplatz für die Saison erkämpft. Weil wenn wir Zweierspitze spielen wollen, dann brauchen wir zwei Stürmer. So, hier mal die ganzen Tore. Ja, 4 Tore, einiges wieder los. Ja, die schauen wir uns jetzt nicht an. Scheiße, ich kriege einen Schluck auf. Das ist natürlich jetzt ein bisschen suboptimal. Muss man ganz schnell was trinken. Und wir sehen hier bei Galaxy, ja, die hatten einen Torschuss bloß. Okay, ein bisschen merkwürdig. Und das ist wieder typisch FIFA. Ich sehe jetzt mal, von wo das Tor geschossen wurde. Von Robbie Keane, der grüne Punkt und dann der einzige Torschuss, der ist komplett woanders, also naja, FIFA halt. Bestes Spieler halt, Adrian Ramos. Ordentlich. Dann würde ich sagen, machen wir weiter. So, Barcelona gewinnt, Inter Mailand gewinnt gegen Manchester United und Sevilla verliert gegen Boca Juniors. Jetzt bin ich gespannt, wie das ausgegangen ist. So, bevor wir die Nachrichten machen, schauen wir mal ganz kurz, gegen wen es als nächstes geht. Wir haben hier irgendwo unsere Tabellen. Momentchen. Ne, das wollte ich jetzt eigentlich noch nicht sehen. Also Inter Mailand als erster weiter, dann Dortmund. Auch in der anderen Gruppe ist zuerst der FC Sevilla und dann der FC Barcelona weitergekommen. Und ihr habt schon gesehen, der Turnierbaum sieht folgendermaßen aus. Inter Mailand gegen den FC Barcelona und der FC Sevilla gegen Borussia Dortmund. Also beim nächsten Mal gegen Sevilla und im Finale dann vielleicht gegen Barcelona oder vielleicht gegen Inter. Cool wäre natürlich Barcelona, keine Frage, aber das Leben ist kein Wunschkonzert. So. Wir haben einen Transfer für Aubameyang, das lehnen wir mal geschmeidig ab, weil Aubameyang ist essentiell in dieser Saison, den dürfen wir keinesfalls abgeben. So, dann Nabil Fekir, der ist schon auch ganz schön teuer. Eher nicht so. So, AS Monaco, Fabinho, er ist zu wertvoll, wo haben wir denn Fabinho? Wäre natürlich ein interessanter Rechtsverteidiger. Da sind wir eh noch nicht. Da sind wir eh eigentlich gar nicht gut aufgestellt auf der rechten Verteidigerposition. Da haben wir zwar Pisscheck, aber sonst haben wir eigentlich gar nichts. So, dann Luis Perrin.
Was haben sie denn geschrieben? Das Spiel ist zu wertvoll. Perrin habe ich... Oh, 10 Millionen habe ich schon geboten. Aber wir sind eigentlich in der Innenverteidigung gut aufgestellt. Wobei wir könnten vielleicht Sokratis oder Subotic verkaufen. Sokratis wäre... Naja, mal schauen. Ich werde, glaube ich, jetzt auch mal ein paar Spiele auf dem Transfermarkt stellen. Einfach mal zu schauen, ob wir für die Angebote reinkommen. Das werde ich jetzt dann gleich mal machen. So, Barcelona abgelehnt. Rafinha, die Summe ist zu gering. Ja, das haben wir schon fast klar. Lass der 5 Millionen Euro nicht rein. Mal schauen, wie es mit 7 ausschaut. Ey, seht's um. Die wollen 7,6 bis 10,3 Millionen Euro haben. Und naja, wenn sie es so wollen, dann kriegen sie es so. So, Gaia. 32 Millionen Euro. Vergisst es. Der ist sofort weg. Paco Alcácer, 38 Millionen Euro, just forget it. Danny Welbeck, 27,5 Millionen Euro. Das ist auch ein bisschen viel. Finde ich ein bisschen viel. Crystal Palace, Yannick Bolasi. Oh, der ist machbar. Bolasi ist machbar. Aber will ich Bolasi? Das ist die nächste Frage. Ich muss mir echt mal überlegen, welche Aufstellung ich nehme. Und. Ah, der ist zu teuer. So, ihn hätten wir auch schon akzeptiert. Gespräche, Thomas Meunier mit dem FC Augsburg, okay, das interessiert mich weniger. Und hier kriegen wir 3 Millionen Euro, jawohl, wir haben 3 Millionen Euro schon mal wieder gut gemacht. Das ist schon mal richtig, richtig geil. So, 7 neue Nachrichten, wir haben Aurier, ne, vergesst es, zu teuer. Oh, der hat akzeptiert, ein Rechtsverteidiger. Müssen wir mal schauen, ob wir den nehmen, er ist... Relativ billig, also da ist auf jeden Fall was drin. Und jetzt schauen wir weiter. Luke Shaw, 21,5 Millionen Euro. Das ist auch wieder so teuer, das ist der Wahnsinn. Heieieiei. 21,5 Millionen Euro für Luke Shaw. So viel Geld haben wir halt nicht. Das ist ein Problem bei Dortmund so ein bisschen, dass wir nicht so viel Geld haben. So, Barcelona hat für Meunier akzeptiert. Und das ist sehr interessant. Künftiger Stammspieler. Ja, so ein paar Spieler könnten wir jetzt also holen. Und Liverpool für Daniel Sturridge. Oh, die wollen immer nur so viel Geld. Moment. Die kann ja... Ah, shit, jetzt will ich eigentlich Adrian Ramos gar nicht mehr anbieten. Dux, Ginter, Gaia, Hoffmann. Hoffmann ist 7 Millionen Euro wert. Was? Sokratis ist 21 Millionen Euro wert. Alles klar. Kitarian, wen könnte man da anbieten im Gegenzug? Der was wenigstens ein bisschen was wert ist. Wieder mal bei Marvin Ducksch für 33 Millionen Euro. Mal schauen, was sie machen. Liverpool, mal schauen. So, dann haben wir... Wir wollten sie für Kelvin. Hey, so weit bin ich doch noch gar nicht. Ich habe Kelvin noch gar kein Angebot gekriegt. Hey. Da kann ich jetzt gar nichts machen. Oh, lol. Naja, so. Sind wir hier eins weiter. Und, wow, wieder so viele Nachrichten. Oh, Mann, ey. Ich glaube, ich bin jetzt schon zu weit gegangen, hier das Training machen sollen. Egal. So, das lassen wir erstmal außen vor. Meunier. Okay, die haben das Angebot. Ah, Mann. Da kommt jetzt gar nichts mehr. Da kannst du... Alter, was habe ich denn heute für einen Sprachdurchfall drauf? Mann, nee. Gut, da können wir also schon mal nichts mehr machen. Dann... Der ist ein bisschen mehr wert, dieser Keita. Ah... Ich muss mal recht überlegen, mit welchem System ich spielen will. Das wäre immer wichtig. Weil dann wisst ihr auch, was ihr einkaufen soll. So, Abate, wenn sie 12 Millionen Euro haben, das ist ein bisschen viel. Ihr kriegt es mal 8 Millionen Euro. Dann Lazio hat auch abgelehnt für Felipe Anderson. Ja, das war mir schon fast klar. Da habe ich auch schon 10 Millionen Euro geboten und werde wahrscheinlich auf 20 hochgehen müssen. Aber so viel kann ich mir einfach nicht leisten. Weil wenn ich auf 20 hochgehe, dann kann ich mir vielleicht nur ein, zwei Stürmer mehr, zwei Spieler mehr kaufen. Das geht einfach nicht. So, für Slimani hätten sie akzeptiert. Das ist schon mal cool. Wieder mal ein Spieler, den was wir in Betracht ziehen könnten für unseren Sturm. Dann Hoffenheim. Hoi. Zuerst wollen sie 36 Millionen Euro. Jetzt geben sie ihn für 23 her. Kevin Volland. Wollern wäre cool für die rechte Seite. So, dann als nächstes haben wir Lavezzi. Immer nur 17 Millionen Euro. Das ist. Natürlich, das ist nicht so viel, weil Lavezzi ist ein guter Spieler, aber. So viel habe ich nicht. So, Bromwich führt Gespräche mit Bolasi. Ja, klar. So, Crystal Palace. Okay, jeder will Bolasi. Jeder, klar. Kaum will ich einen Spieler.
Und wir wollen sagen, klar, jeder will Kelvin und Bolasi. Was soll denn der Scheiß jetzt auf einmal? Naja, beim nächsten Mal müssen wir auf jeden Fall gegen den FC Sevilla. Da müssen wir mal schauen, wer da die Top-Torjäger sind. Vitolo und Konoplyanka, alles klar bei ihm. Und ja, mal schauen, wie wir beim nächsten Mal spielen werden. Wir werden wahrscheinlich wieder ein bisschen an der Aufstellung rumschrauben. Mal schauen, was da geht. Dann sage ich auf jeden Fall an dieser Stelle danke fürs Zuschauen. Macht's gut, bleibt dabei. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder im Halbfinale gegen den FC Sevilla. Bis dahin und ciao.